Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier so ein ganz begehrtes Schätzelein und zwar den Parfüm Dreams Adventskalender for Woman. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, jedes Jahr aufs Neue ist ja wirklich heiß begehrt. Letztes Jahr war der Inhalt eher so, dieses Jahr finde ich das vom Verpackungsaussehen her eher so und bin sehr gespannt, was hier drin sein wird. Der ist auch schon ein bisschen teurer geworden mit 64,95 €. Ne? Soll Produkte im Warenwert von 310 € beinhalten. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier drin finden werden und ich hoffe, dass Parfüm Dreams wieder so ein bisschen back to the roots kommt und so richtig geilen, krassen Adventskalender-Inhalt bietet. Übrigens ist jetzt auch gerade das Video von der lieben Nicole online gekommen bei Chiquitas Play. Schaut gerne für eine zweite Meinung nach diesem Video bei ihr vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Holla die Waldfee. Der 1. Dezember startet schon sehr, sehr schwierig, um es mal so zu sagen. 10 ml. The Ritual of Sakura, Body Cream mit Reismilch und Kirschblüte. Was ist das denn? Das kenne ich so gar nicht von Parfüm Dreams, ne? Das ist winzig. Großartige Körpercreme. Wirklich klasse. Großartige Duftrichtung. Aber 10 ml? Das reicht nicht mal für den ganzen Körper. Am 2. Dezember haben wir hier zwei Sachen drin enthalten. Gott sei Dank. Denn Sensitive Eye Patches haben wir hier von Hey Organic mit Hyaluronsäure, duftstofffrei. Das finde ich super. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal letztens da und fand sie gut. Ne? Finde ich nice und ich denke, dass sie das dann so eher als Beigabe hier noch mit reingelegt haben, denn hier ist eine Parfümprobe drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wir hatten vor Jahren, als ich das erste Mal einen Flaconi-Adventskalender ausgepackt habe, das ist echt 4, 5 Jahre her, ganz, ganz viele von solchen Proben drin enthalten. Und ich weiß noch, wie sauer ich war. Ich hoffe, das bleibt die einzige. Das ist ein neuer Duft, Daisy Wild von Marc Jacobs, das Eau de Parfum mit 1,2 Millilitern. Ich persönlich finde das jetzt tatsächlich gut, dass der mit drin ist, weil ich den Duft so oder so mal testen wollte. Aber, huhu, Leute, ne? Was ist hier los? Das war mal anders, aber wir testen den jetzt einfach mal, weil, wie gesagt, der ist neu, ich wollte den mal ausprobieren. Wow, der ist richtig geil blumig. Hat aber auch was leicht Zitrisches mit dabei, was ich mag. Das mag ich. Das ist ein toller, eigentlich Frühlingsduft tatsächlich, ne? Jasmin, Vetiver und Bananenblüte. Das finde ich ja abgefahren. Bananenblüte. Also für mich ein schöner Duft, den ich jetzt auch verwenden und aufbrauchen werde und mir vielleicht sogar in groß nachkaufen würde. Aber die ersten beiden Käppchen waren jetzt eher so, Leute, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das haben die ernsthaft gemacht. Hier ist noch eine Probe drin. Ich sag mal so, wenn das wirklich ein Adventskalender ist, wo wir Nischendüfte haben, ne, die du jetzt nicht mal eben so als Beileger oder so mit dabei hast, wie jetzt zum Beispiel der von Parfouri, finde ich das wirklich gut. Jetzt in dem Fall, vor allem weil wir verwöhnt von Parfüm Dreams von den letzten Jahren sind, finde ich das ein bisschen, Andererseits finde ich diesen Duft auch sehr ansprechend. Montal Paris Lucky Candy, ein Eau de Parfum haben wir hier drin und ja. Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel Milliliter hier drin enthalten sind. Das steht jetzt hier so nicht drauf. Finde ich halt auch für mich persönlich interessant, weil ich mag halt gerne diese süßen Düfte. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, den mal zu testen, hätte ich das auch super gerne mal gemacht. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich das vom Parfüm Dreams Adventskalender einfach ganz anders gewohnt bin. Das ist normalerweise so eins der Highlights, die wir so haben. Naja, vielleicht ist der Duft ja total großartig. Ich weiß nicht, hier steht wirklich nicht drauf, wie viel Milliliter hier drin sind. Ich denke, das sind 2 oder so oder 1,5. Muss ich online auch mal gucken. Da stand, glaube ich, auch der Inhalt komplett aufgeführt. Der kommt jetzt hier auf den anderen Arm. Warum mache ich das nicht auf die Duftstäbchen, die ich hier habe? Man weiß es nicht. Da kommt es erst sehr, sehr floral. Also das mit Candy habe ich hier noch nicht. Und jetzt verfliegt es ganz schnell. Oh, jetzt kommt es richtig süß gerade her. Das ist auch ein ganz toller Duft. Also den mag ich. Aber es wäre mir persönlich ganz lieb, wenn wir jetzt nicht noch mehr Parfümproben hier drin finden würden. Ne? Also die beiden finde ich schön. Es ist okay. Ja, okay, okay. Aber bitte, Parfüm Dreams, haut weiter einen raus. Ihr habt das sonst immer so gut drauf. Hier haben wir die Nummer 4.
Das ist ein Klassiker und ein sehr, sehr schönes Produkt. Ein Duschgel von L'Occitane mit 35 Millilitern. Und das ist diese Amont-Reihe, ne? Also mag ich auch sehr, sehr gerne. In der Winterzeit haben wir eine trockene Haut durch die Heizungsluft und so weiter. Da können wir auch sehr gut diese Duschöle gebrauchen, weil die halt auch ein bisschen mehr Reichhaltigkeit geben und die Haut nicht so unbedingt austrocknen. Das finde ich klasse. Weil die Bodylotion von Rituals ja sicherlich jetzt schon am 5. Dezember auch aufgebraucht ist, haben wir jetzt am 5. Dezember die nächste drin, und zwar von Weleda. Das ist eine reichhaltige Pflegekörperlotion mit Seabuktoren. Ich glaube, das ist Sanddorn, ne? 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ja, genau. Sowas finde ich schön tatsächlich. Also Sanddorn mag ich mittlerweile sehr, sehr gerne vom Duft her, weil ich da letztens auch mal, ich glaube, von Alverde oder Alterra auch so ein richtig tolles Körperpeeling mal hatte. Und zum Beispiel den Weleda Adventskalender könnt ihr euch definitiv mal angucken. Ist auch im i verlinkt, ne? Die haben einen ganz tollen Adventskalender dieses Jahr rausgebracht. Nikolaus. Der 6. Dezember darf gerne was Besonderes sein. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Tag, finde ich persönlich, ne? Und hier haben wir auch zwei Produkte drin. Leute. Einmal ist das hier von Selfie Project Anti-Pimple Glowing Stars. 16 Patches sind hier drin. Also ich verwende sowas tatsächlich auch sehr gerne. Und jetzt werde ich auch sehr wahrscheinlich bald wieder meine Periode kriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch sehr viel davon brauchen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt welche haben, die in der Dunkelheit leuchten, um ehrlich zu sein. Aber okay, ist vielleicht ganz witzig. Ist aber für mich jetzt nicht so unbedingt das Produkt, was ich am 6. Dezember hier drin gesehen hätte. Und auch nicht das hier. Da haben wir, okay, es ist von Drunk Elephant and Chris McMillan zusammen etwas. Mega Moisturizing Shampoo, Mega Moisturizing Cleanse und Mega Moisturizing Mascara Sil Camino. Ich will euch das gar nicht zeigen irgendwie. Es sind jeweils 10 Milliliter und das ist einfach ein Probensachet. Ja, es ist eine teure Marke, die du jetzt auch nicht mal eben so als Probi irgendwo mit drin hast. Ich weiß ja nicht. Der 7. Dezember. Von Charlotte Mainson haben wir hier was drin enthalten. Das ist die Age Control Overnight Beauty Maske. Und da sind 8 Milliliter drin. Die kannst du nach 10 Minuten leicht einmassieren oder über Nacht einwirken lassen. Genau, also das würde ich jetzt wahrscheinlich eher so als Nachtcreme nehmen, ne? Das ist jetzt eine etwas kleinere Größe hier drin. Aber sicherlich ein gutes Produkt. Auch die Marke sagt mir persönlich immer sehr zu. Die sind immer sehr hautverträglich und gefällt mir. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist ein Klassiker drin, den wir eigentlich auch jedes Jahr im Parfüm Dreams Adventskalender finden, von 4711 Aqua Colonia. Das ist die Richtung Starfruit and White Flowers. Aufblühend. Interessant. 8 Milliliter von dem Eau de Cologne sind hier drin. Das ist halt so eine kleine Miniatur. Und die hat leider keinen Sprüher mit dabei, aber das ist jedes Jahr das Gleiche, ne? Ich lasse das ja weiter wandern. Ich packe ja auch Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Der erste ist ja schon verlost. Und genau so schaut das aus. Das ist halt diese kleine Flasche. Ist eigentlich total nice, ne? Kannst du auch easy umfüllen in so einen Sprüher und dann auch so verwenden. Oder man sammelt die halt und stellt die sich hübsch hin, wie man das so möchte. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Klassiker freuen. Und zwar brauchen wir natürlich auch im Winter eine Handcreme, ne? Trockene Hände und so weiter, ist ja echt ein Thema. Ahava Deci Water Mineral Hand Cream Sea Kiss, die 40 Milliliter ist hier drin. Die Tube. Ja, definitiv immer wieder schön mit dabei. Ich mag das sehr, sehr gerne, kann ich auch sehr empfehlen. Und ist bislang, glaube ich, das größte Produkt in diesem Adventskalender, ne? Auch in der Nummer 10 darf es mit einem Klassiker weitergehen. Da haben wir was von Moroccan Oil hier drin. Und zwar ist es die Moroccan Oil Behandlung. Ich denke, das ist einfach das Haaröl, ne? 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Die Moroccan Oil Haaröle sind wirklich toll. Und die würde ich mir jetzt morgens auftragen. Also da gebe ich mir Haaröl rein. So von Ohrläppchen bis in die Haarspitzen rein. Um das Ganze halt nochmal so ein bisschen glänzender zu machen und zu nähern. Finde ich schön. Die erste Schnapszahl enthält auch wieder Augenpatches und das sind die von Annemarie Börlin. Die sind sehr, sehr toll. Das sind die Hyaluron Augenpads mit Soforteffekt und da sind 2 Stück drin enthalten. Ich vergleiche die immer ganz gerne auch tatsächlich mit denen von Dalton und auch von der, also sowohl von der Haptik als auch von der Wirkung sind die sehr, sehr ähnlich. Nur, dass ich hier einfach monieren muss, wie auch immer, dass die halt so ein bisschen duften, was die von Dalton halt nicht machen. Die geben Feuchtigkeit, sind so ein kleines Bügeleisen und funktionieren am allerbesten, wenn ihr die vorher in den Kühlschrank packt.
Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir was von Nyx drin enthalten. Hier steht zwar Gift drauf, also ein Geschenk, ne? Das ist quasi als Goodie mal gewesen, irgendwie vorgesehen. Creme Fraiche de Beauté 3 in 1. Das ist eine 48 Stunden Moisturizing Cream. Kannst du aber auch verwenden als Make-up-Reinigungsmilch oder halt auch als Maske. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und ich meine, ja, die Creme Fraiche, die habe ich schon mal aufgebraucht als Maske. Und da hat die mir echt gut gefallen. Kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. Und bitte seid mir nicht böse, ich habe tatsächlich einfach viel, viel höhere Erwartungen an diesen Adventskalender. Ich erinnere mich zurück vor zwei Jahren oder an zwei Jahren, letztes Jahr war ja auch noch nicht so geil, aber vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr, da waren Paletten drin. Das war halt ein mega Klopper. Teilweise hattest du zwei Produkte in einem Kläppchen, zwei Full Sizes, ne? Und wenn ich mir jetzt einfach die erste Halbzeit hier auf dem Tisch angucke, muss ich einfach sagen, das ist bislang eigentlich ein echt trauriger Inhalt für den Adventskalender und vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Adventskalender ja, glaube ich, nochmal irgendwie 5 oder 10 Euro teurer geworden ist als letztes Jahr. Wir gucken mal weiter. Vielleicht entwickelt er sich ja noch ein bisschen. Ja, guck mal, am 13. Dezember haben wir auf jeden Fall von Osis hier was drin enthalten oder von Schwarzkopf, das Osis Plus Hold Fixation, Fixation Session Plus, also 4, Stärke 4 ist es dann wahrscheinlich, Extra Strong Hold Hairspray für trockenes Haar geeignet. 100 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, viele können damit was anfangen, ne, wenn man sich halt entsprechend Frisuren macht, dass man da ein schönes Haarspray verwenden kann. Siehste, das finde ich gut. Vielleicht wollten die uns in der ersten Halbzeit auch nur ein bisschen ärgern oder so, denn am 14. Dezember haben wir auch ein großes Produkt drin von Issey Miyake, das L'Eau d'Issey. Das ist eine Bodylotion mit 75 Millilitern. Ja, wir hatten ja schon zwei andere drin, aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil die würde ich jetzt fast schon als eine Größe zählen, ne? Das ist ein sehr angenehmer, schöner Duft. Also ich wusste damals tatsächlich auch noch gar nicht, dass das hier eigentlich von einem Parfüm kommt, ne? Und gar nicht halt eigentlich so als Bodylotion gedacht war. Am 15. Dezember haben wir was drin, was ich eigentlich auch tatsächlich erwartet hatte, anstelle von den beiden Proben, die wir jetzt am Anfang drin hatten. Und zwar haben wir hier das Versace Bright Crystal Eau de Toilette mit 5 Millilitern. Solche Miniaturen, ne, hätte ich wirklich mehr erwartet. Und ja, aber es ist für mich natürlich schöner, wenn ich diese Sprühoption habe. Und vielleicht ist ja genau das auch die Krux gewesen, vor der Parfüm Dream selber stand, man weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall eine super schöne Miniatur drin. Die haben wir öfters mal in Adventskalendern, die auch Miniaturen beinhalten, enthalten. Aber ich glaube, viele freuen sich darüber. Ich habe den auch schon mal gerochen und finde den wundervoll. Aber auch hier Miniaturen sammle ich persönlich jetzt nicht. Jetzt wollen sie es wissen. Am 16. Dezember haben wir Shiseido drin. Und zwar das Ultimune Eye Power Infusing Eye Concentrate. Es sind nur 3 Milliliter. Aber Leute von heute, es ist ein super hochpreisiges Produkt. Und ich habe es auch schon mal angewendet und finde es sehr, sehr nice. Und ich bin jetzt tatsächlich, wenn ihr das Video seht, in einer Woche, also kommendes Wochenende bin ich in Hamburg. Vielleicht nehme ich das sogar einfach mal mit. Denn das ist ja eine perfekte Reisegröße, ne? Finde ich persönlich aber schön. Doch, komm, das finde ich schön, dass es mit drin enthalten ist, ne? Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So langsam nimmt der Adventskalender Fahrt auf und schnappt mich. Und eine Woche vor Heiligabend hauen die hier einfach mal so ein Ding raus. Das ist von Biodroga, die Golden Caviar 24-Stunden-Pflege. Reichhaltig 15 Gramm bzw. 15 Milliliter sind hier drin. Dieses Typchen ist, ach echt, also sehr, sehr hochpreisig. Ich habe euch ja auch den Biodroga Adventskalender ausgepackt, hier im i verlinkt. Da habe ich auch, als ich die Preise recherchiert habe, gesehen, wie teuer sowas eigentlich ist. Also von daher, das ist mega, ne? Auch wenn es die zweite Gesichtscreme ist, beziehungsweise das ist ja eher die Maske, aber quasi dritte, trotzdem. Also ganz merkwürdiger Mix, wirklich. Das verwirrt mich total hier alles, denn das hier ist im 18. Dezember drin. Das ist eine Full-Size von einem Shampoo von Revlon. Restart Repair, Repairing Micellar Shampoo und Kerabiotic Cerabi M, 250 Milliliter. Und ja, das versteht mal einer. Also da haben wir jetzt quasi hier random am 18. Dezember das hier drin und am 6. Dezember hatten wir das hier drin. Das verstehe ich wirklich nicht. Ja, oder das hier in der Nummer 19. Wilde Barbour Refining Enzym und Vitamin C Cleanser. Was ist hier los, ne? Das ist, kannst du sowohl als Cleanser als auch als Peeling nehmen. Für jeden Hauttypen geeignet. 15 Gramm sind hier drin. Hier haben wir einfach sowohl Enzyme drin als auch Vitamin C. Das ist ein Pulver. Das emulgierst du so ein bisschen mit Wasser auf und kannst dann damit dein Gesicht reinigen und auch peelen. Ich würde es eher verwenden, so wirklich als Gesichtspeeling und dann halt wirklich so in Richtung von Ostern bis Oktober, wo ich halt keine chemischen Peelings verwende. Alter Schwede,
Ey, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich habe es ja auch vor mir stehen, ne? Ich habe erst so die ganz kleinen Fitze-Dinger und auf einmal geht das hier alles so hoch. Naja, Alcina Rosé-Effekt, die Augencreme mit Concealer-Effekt, da muss man mal gucken. Das soll wohl eine Strahlkraft geben und Feuchtigkeit der Haut geben und intensiv gegen Augenschatten helfen. Ach, hier steht sogar auf Deutsch. Herzlichen Glückwunsch. 15 Milliliter haben wir hier drin. Ja, das ist großartig. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Ich bin mal wirklich auch auf die Farbe gespannt. Aber wahrscheinlich wird das jetzt nicht so super krass mit einer Deckkraft unterwegs sein. Das werde ich nochmal recherchieren. Es wird jetzt ja kein Concealer in dem Sinne sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einfach nur ein bisschen Farbkorrektur machen wird. Ja, das ist halt das, was verwöhnte Claudi von den Parfüm Dreams Adventskalendern auch so kennt, ne? Der 21. Dezember. Ja, es ist mir auch bewusst, dass sie das nicht beim ganzen Adventskalender so durchziehen können. Aber dann wäre es cool gewesen, das ein bisschen charmanter durchzumixen. Denn guck mal, was wir hier drin haben. Das ist schon wieder eine Miniatur. Pure Jasmine von Trussardi, das Eau de Parfum mit 7 Millilitern. Leute, das ist doch alles total komisch. Oder? Weiß ich nicht. Von der ersten Hälfte war ich so enttäuscht und habe mir gedacht, nein, das kann doch jetzt echt nicht deren Ernst sein. Und dann hauen die jetzt in der zweiten Hälfte raus. Auch dieses Teil, wundervoll. Die Düfte von Trussardi riechen unglaublich gut. Ich liebe Jasmin-Duft, auch wenn hier Not for Sale draufsteht, ist mir das vollkommen Pelle. Finde ich mega geil. Also ich werde es nicht selber verwenden, aber ich finde es schön, dass es drin ist, weil ich weiß, viele von euch freuen sich drüber. Ja, und am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, kommt hier einfach auch mal das Eyelash Awakening Serum von M2 Beauté um die Ecke mit 2 Millilitern. Das ist zwar ohne Parabene, Hormone und Silikone, also quasi ein hormonfreies. Das heißt, es macht bei mir halt nicht den Wawawum-Effekt, was zum Beispiel ein Revita-Lash macht, ein Grande-Lash macht. Ne? Das sind so meine beiden Favoriten. Aber das ist halt zum Beispiel dafür da, um die Wimpern halt zu stärken, um die Haare zu stärken. Ne? So kann man sich das vorstellen. Am Tag vor Heiligabend kommt hier reden kann sie nicht mehr. Ich bin nämlich so dermaßen durch von diesem Adventskalender. Sensai ist hier auf jeden Fall. Cellular Performance Extra Intensive Mask. 15 Milliliter. Das ist eine Gesichtsmaske von einer super, super, super teuren Marke. Und die Produkte, die ich von Sensai bislang verwendet habe, haben mir sehr gut gefallen. Aber das ist einfach viel zu teuer. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich sowas in Adventskalendern, in Boxen drin habe und finde das super. Ja, so, wir gucken jetzt gleich mal zusammen in den 24. Dezember rein. Ey, ganz ehrlich, es ist alles super verwirrend hier, ne? Man kann es nicht anders sagen und der Adventskalender ist schon etwas zerstört, ne? Nein. Mach es einfach mal so. Ach, guck mal. Auch das ist eigentlich ein alter Bekannter, den wir so kennen. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt dieses Produkt. Sonst hatten wir, glaube ich, das rote von denen mit dabei. Revlon Unique One All-in-One Coconut Hair Treatment. Mit 10 Vorteilen, die das Haar dann bekommt. 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Ist einfach so abgefahren, dass wir so riesige Haarprodukte hier drin haben und dann gleichzeitig aber auch irgendwelche Proben. Ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, dass man damit halt ordentlich Cavities bekommt für die Haare. Ich würde es halt auch wirklich nach der Haarwäsche verwenden, um das dann nochmal so als Leave-In zu nehmen. Ne? Schön. Also, was ein wilder, total verrückter Adventskalender. Wenn ich mir das hier auf dem Tisch angucke, dann denke ich mir, oh, was ist hier eigentlich passiert? Appell an Parfüm Dreams, mix das ein bisschen charmanter durch. Weil so ist halt das Auspackerlebnis wirklich erst super, super krass gedämpft und wird dann am Ende halt richtig ordentlich, ne? Wenn man das auch von den Größen her einfach ein bisschen durchmixen würde, die 6 auch ein bisschen charmanter gestalten würde, ich glaube, dann würde man halt auch einfach ein bisschen mehr die Leute packen können, ne? So ist es halt irgendwie, dass es sich für mich persönlich anfühlt, oh je, wir haben ganz vergessen, einen Adventskalender zusammenzustellen. Lass uns mal eben einen machen. Dann fängst du an, den Adventskalender zu machen. Sind ja schon relativ kleine Sachen. Jetzt müssen wir zum Ende hin aber nochmal richtig Gas geben. So hat sich das wirklich für mich angefühlt und das finde ich merkwürdig. Also, keine Ahnung, ob das einer ist, der mich veräppeln sollte oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Oder dass man zum Ende hin halt wirklich dieses Wow-Gefühl beibehält. Hätten sie anders mixen sollen, ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Ihr könnt mir das gerne sowieso in die Kommentare schreiben. Unterm Strich, wenn ich hier auf dem Tisch sehe, was hier steht, ne, für 64,95 lohnt er sich schon, ja. Auch wenn man bedenkt, was es halt so als Ersatzprodukte auf dem Markt gibt, ist der eigentlich vom Insgesamten her gut aufgestellt. Wie gesagt, halt falsch verteilt, meiner Meinung nach.
vor allem, wenn man halt auf diese Miniaturen steht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Du hast ja auch wirklich hochpreisige Sachen drin, du hast hier große Größen drin, aber es ist halt überhaupt nicht durchdacht. Also ich glaube, zum Verschenken ist dieser Adventskalender jetzt nicht unbedingt geeignet, weil er halt nicht so charmant und so liebevoll rüberkommt wie manch ein anderer. Wenn man sich das zum Beispiel von der Parfümerie Becker anguckt oder so, da hat man, glaube ich, doch ein paar mehr Aha-Momente mit dabei. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.